Hallo liebe Halo-Fans und heute vielleicht auch hallo liebe Star Wars-Fans. Ich bin's der Flash Tigers und zeige euch heute Star Wars Aesthetics in der Halo 5 Forge. Aesthetic Maps sind Karten, die der Forger baut, um sie anzuschauen und zu bewundern. Und das werden wir heute machen und das alles zum Star Wars-Universum. Hier könnt ihr schon den Imperial Star Destroyer, gebaut von Starship Forge, sehen, der im Vergleich zu allen Schmiedekarten Halo 5 mit fast 30.000 Downloads auf Platz 15 der meisten bookmarkten Maps ist. Da sieht man mal, wie viele Halo-Fans auch Star Wars-Fans sind. Und ich war vorher auch großer Star Wars Fan und dann kam Halo und alles war anders. Und mit diesem Detailgrad wirkt dieser Sternenzerstörer sehr authentisch. Der Forger hat der Brücke eine eigene Map gewidmet und ich vermute mal, er wollte mit unberührter Kapazität diesen Teil des Schiffes wirklich bis zu seiner absoluten Zufriedenheit fertigstellen. Neben seiner Größe gibt es auch einen Innenraum zu besuchen, den wir in dem Film schon oft gesehen haben. In einem anderen Maßstab hat Skywolf eine ganze Schlacht dargestellt und wie der Titel es schon verrät, ist ein Clone Wars Space Battle, also ein Schlachtfeld der neueren Trilogie. Anstatt dem Detailgrad ist jeder Erkennungswert sehr bemerkenswert, denn ich stelle es mir als große Herausforderung vor, mit kleinen Bausteinen ein so gutes Ergebnis zu erzielen. Diese Herausforderung hat auch Joe Act-20 mit seinem Werk Mini-Star Wars mit einer größeren Vielfalt gemeistert. Auf dieser Map finden wir wirklich so viele Schauplätze, die ich mal episodisch sortiert habe. Zu Beginn haben wir die Invasion auf Naboo, zu Episode 2 wurde Kamino und der erste Einsatz von den Klonen auf Geonosis kreiert. Der Ort, wo es Anakin aka Darth Vader zu heiß wurde, nämlich Mustafa, und die Heimat der Wookiees Kashyyyk können wir hier sehen. Und das ist noch nicht alles, so gibt es noch Mos Eisley, Jabba's Gleiter, diesen Wurm, der Gefangenen verspeist, den Kampf auf Hoth die Millennium Falcon neben der Wolkenstadt, Moment, der gehört ja mal nicht rein, den X-Wing auf Dagobah, Endor und zu guter Letzt der Imperiale Kreuzer auf Jakku. Zurück in einem größeren Maßstab, da hat nämlich Beers Kopf einen zerstörten und einen noch stehenden AT-AT in Szene gesetzt. Die Millennium Falcon muss es natürlich auch in groß geben und ihn hat Starship Forge auch sehr detailliert und authentisch geforged, außer diese Luke. Dafür kann man aber das Cockpit und die Sitzecke im Inneren anschauen. Kommen wir nun zu meinem Favoriten, zu meinem Highlight, nämlich das Büro The Chancellor von James V5B. Und das sieht einfach genial aus mit den gewählten Farben und Texturen. Diese kreativ gebaute Inneneinrichtung und dieses kurvige Design macht einfach diese Map perfekt und richtig authentisch. Und hier fühlt man sich wirklich im Star Wars Universum, auch wenn diese Map, dieser Schauplatz nicht so oft in den Filmen vorkommt. Aber insgesamt ein sehr schönes und auch das beste Werk von allen, wie ich finde. Und diese Map rundet doch dieses Video perfekt ab. Nächste Woche zeige ich euch zahlreiche Star Wars Multiplayer Maps in Halo 5 und da werden wir unter anderem sehen, wie Jünglinge oder Rebellen von Stormtroopern oder Anakin abgeschlachtet werden. Möge die Forge mit euch sein und auf Wiedersehen. Tschüss!